Wir freuen uns. Wir freuen uns über eine tolle Aktion, die wir als Kirchengemeinde in diesem Jahr wieder machen können. Und das in Kooperation mit der Initiative Miteinander, Füreinander. Wir freuen uns, dass viele aus der Gemeinde uns unterstützt haben und dass viele von der Initiative sich tatkräftig eingebracht haben. Eine tolle Idee, die Senioren in Heckinghausen mit einem Geschenk zu bedenken zu Ostern und ihnen zu sagen, wir denken an sie und sie sind nicht vergessen, gerade auch in dieser schweren Zeit. Wir haben ein buntes Geschenk zusammengestellt. Jeder bekommt in Heckinghausen, 250 Leute in Heckinghausen bekommen von uns im Altenheim, in den Seniorenheimen, Lazarushaus und im Seniorenpalais eine schöne Pflanze mit einem handbemalten Glas für ein Kerzenlicht, mit einem Schokohäschen und mit einem ganz persönlich geschriebenen Gruß von Menschen aus der Gemeinde. Wir hoffen, dass dieses persönliche Geschenk eine große Freude ist für die Senioren und hatten selber sehr viel Spaß daran, das alles zusammenzustellen. Wir freuen uns sehr, dass aus der Gemeinde so viele einen Brief gestaltet haben und dass die Frauen von der Initiative Miteinander, Füreinander ganz tolle Kerzengläser handbemalt haben. Jedes Glas ist ein eigenes Unikat, wunderschön, und wir hoffen sehr, dass alles der Freude der Senioren zu Ostern dient. Und auch unsere eigenen Häuser wollen wir nicht vergessen. Wir haben ja in der Gemeinde eine eigene Pflegestation, unsere Diakoniestation mit 35 Patienten. Und auch die werden bedacht mit unseren Geschenken. Ebenso die Menschen, die bei uns im Haus für Heckinghausen hier wohnen, direkt hier. Und wir freuen uns, dass wir allen damit eine Osterfreude bringen können und wünschen allen gesegnete Ostern. Die evangelische Kirchengemeinde in Heckinghausen fühlt sich auch verantwortlich für die benachteiligten Menschen in unserem Stadtteil. Gerade jetzt in der Corona-Zeit sind viele Menschen und auch Familien relativ alleine und sie bleiben unter Umständen auf der Strecke. Wir als Diakonieausschuss würden gerne diese Nöte sehen, auf die Menschen zugehen und für die Menschen da sein. Das heißt mit anderen Worten, dass wir uns um sie kümmern und ihnen helfen, so gut es geht, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Mit der Osteraktion wollen wir auch den Menschen in den Heimen nahe sein, da die ja doch überwiegend von der Außenwelt abgeschirmt sind. Auch das Pflegepersonal wollen wir damit unseren Dank und unsere Anerkennung aussprechen. Vom Flüchtlingsinitiative und Miteinander Füreinander, neue Nachbarn engagieren sich für Senioren im Quartier. Erzähl doch einfach mal von euch. Okay, danke schön. Letztes Weihnachten und Ostern haben wir als neue Nachbarn für Senioren kleine nachhaltige Geschenke vorbereitet. Und auch für dieses Ostern haben wir viele Teelichtgläser bemalt. Wir möchten auch für Senioren große Freude zu Ostern machen. Ich freue mich darauf, wenn Corona vorbei ist, sehen wir mit allen Senioren wieder persönlich. Frohe Ostern! Frohe Ostern! Ich freue mich, dass ich für die vielen in der Gemeinde hier stehen darf, die alle Karten geschrieben haben zu Ostern und den Menschen in den Altenheimen und den Senioren hier in der Gemeinde eine Freude machen wollen. Uns geht es allen so gut und wir denken dann ganz besonders an die Menschen, die jetzt gerade in der Zeit von Corona abgeschlossen sind, wenig Besuch bekommen können und die alle auch krank gewesen sind. Und aus diesem Gefühl heraus, weil wir einfach an sie denken und uns das auch vorstellen können, wie schwierig das die Lage ist, möchten wir einfach eine Freude in die Altenheime bringen. Und wir sind so motiviert, auch durch unsere türkischen Nachbarn, die uns so viel Power selbst mitgeben und die so dankbar sind, dass man ihnen hier geholfen hat. Und wir haben neulich noch in der Gemeinde darüber gesprochen, teilen miteinander. Wenn wir mit anderen teilen und mit den Menschen, die um uns herum sind, dann können die auch wieder hinterher, haben die genug Lebenskraft und Freude, auch mit anderen wieder zu teilen. Und unter diesem Aspekt wünschen wir gesegnete Ostern.